Hallo und herzlich willkommen zum Teleschirm. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man mit dem Programm TrueCrypt einzelne Dateien bzw. Ordner verschlüsseln kann und diese dann eben auch sicher auf der Festplatte lagert. Dazu setze ich voraus, dass TrueCrypt installiert ist. Wer das noch nicht getan hat, der kann sich den Anleitungsfilm TrueCrypt installieren anschauen von mir und ansonsten auf den Teleschirm gucken unter www.teleschirm.info. Ich öffne nun das Programm. Ganz wichtig ist, dass wir als erstes hier einen Slot markieren. Dann klicken wir auf Neues Laufwerk, Herstellen und möchten nun einen Standardordner, einen Container generieren und das Ganze soll eben ein Standard-Volume werden. Wir wählen einen Speicherort aus, dort können wir einen beliebigen Dateinamen anlegen. Ich sage jetzt einfach mal Container. Und das Tolle ist, man kann diese Container gut verschleiern, indem man einfach fiktive Dateiendungen ansetzt, wie zum Beispiel MP3 oder MP4. Sinnvoll ist es, dass wenn man viel speichern möchte in diesem Container, der also entsprechend groß wird, dass man eben auch realistische Endungen nimmt und nicht für einen Container, der 1 GB groß ist, dann eine Textdateiendung nimmt, sondern dort sollte man vielleicht eher eine Videoendung nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal die Endung MP3. Dann sage ich Speichern, gehe hier auf Weiter. Die Algorithmen kann ich im Prinzip so lassen. Wenn ich das nicht möchte, für den etwas Fachkundigeren, der kann den verändern, indem er hier einfach den entsprechenden Algorithmus auswählt. Wie das mit den Algorithmen ist, wer sich dazu näher informieren möchte, einfach auf den Teleschirm klicken, teleschirm.info und dann auf die sichere Festplatte klicken, bisschen runterscrollen und dann hier einfach die gängigen Algorithmen anklicken. Dort wird einfach mal ein bisschen Übersichtsarbeit betrieben. Dort kann man sich einen ersten Einblick verschaffen, wie die Algorithmen arbeiten, was sie für Vorteile und Nachteile haben. Das aber nur am Rande. Ich habe jetzt einfach den AES-Standard ausgewählt, klicke auf Weiter. Nun fragt mich das Programm, wie groß mein Container werden soll. Und ich sage jetzt einfach mal 20 MB. Ich könnte natürlich auch einfach 20 GB, 1 GB. Ich kann aber auch sagen 100 KB. Das ist am Ende egal. Ich nutze jetzt die 20 MB, einfach weil es schneller geht. Dann klicke ich auf Weiter. Ich wähle mir ein Passwort aus. Das sollte möglichst lang sein. Auch dazu verweise ich wieder auf teleschirm.info. Da oben einfach auf Passwort klicken. Und dann wird hier erklärt, wie das Passwort zustande kommen sollte, was man beachten sollte. Und man kann sogar hier auf der rechten Seite eine kleine Übersichtsdatei anklicken mit den 10.000 häufigsten Passworten. Und wie schnell ist mein Passwort denn zu knacken, fragt sich vielleicht manch einer. Das kann man sich hier ausrechnen lassen. Aber auch das nur am Rande. Ich wähle jetzt einfach für Vorführungszwecke ein möglichst kurzes Passwort. Da wird das Programm gleich meckern. Ja, also da weist mich das Passwort auch darauf hin, dass es sehr leicht zu knacken ist. Hier weist es darauf hin, dass es mindestens 20 Zeichen haben sollte, um halbwegs sicher zu sein. Man geht heute eigentlich davon aus, dass es 25 bis 26 Zeichen sind, um im Moment als sehr sicher zu gelten. Mehr ist natürlich immer gut. Das Filesystem, also das kann man so lassen. Und dann sage ich jetzt, also ich bewege natürlich meine Maus wieder oder surfe ein bisschen im Internet, schreibe vielleicht eine E-Mail nebenbei, damit möglichst viele Entropiedaten, heißt also Zufallswerte, generiert werden können und am Ende die Hashes möglich sicher sind. Dann klicke ich auf Format. Jetzt ist es erstellt.
Und wir sehen schon, hier auf dem Schreibtisch liegt mein neuer Container. Nun klicke ich auf Exit, markiere hier wieder, sage auswählen, wähle meinen Container aus und sage Mount. Jetzt gebe ich mein Passwort natürlich an. Wie gesagt, das ist kein sicheres Passwort mit drei Stellen. Nun wird es eingehängt und mir gleich als ganz normales Laufwerk angezeigt im Dateisystem. Dazu kann ich den Finder öffnen und dann habe ich hier NoName. Das ist eben dieses Laufwerk. Und da kann ich jetzt verschiedene Dateien reinlegen. Ich könnte zum Beispiel Thunderbird reinlegen, das ist jetzt allerdings zu groß. Ich wähle jetzt einfach mal diese Info-PDF, die mit meinem Betriebssystem mitgeliefert wurde. Jetzt liegt die da drin. Und nun kann ich das über TrueCrypt wieder aushängen, das Mount. Es dauert einen kleinen Moment, weil er eben die Dateien darin nun verschlüsselt. So, und nun kann ich zeigen im Finder, ist das wieder nicht mehr da. Damit ich auch zeigen kann, dass ich das jederzeit wirklich wieder öffnen kann, klicke ich wieder auf Mount, gebe wieder mein Passwort ein, sage OK, gehe wieder in den Finder zurück. Unter Windows ist es natürlich der Explorer. Und hier ist meine Datei. Das brauche ich jetzt natürlich nicht. Ich hänge das Ganze wieder aus, um einfach mal eine kleine Vorführung zu machen, damit man auch sieht, dass diese Datei wirklich nicht auslesbar ist. Also hier erkennt mein Mac jetzt, dass das eine MP3-Datei ist. Das habe ich ihm ja als Endung angehangen. Wenn ich jetzt aber doppelt draufklicke, versucht er iTunes zu öffnen. Und iTunes wird mir gleich eine Fehlermeldung auswerfen, weil es erkennt, oh, das ist gar keine Musikdatei. Nun zeigt es mir erstmal die Lizenzbedingungen an. Und wie wir sehen, ist es nicht zu öffnen. Da drin ist dann tatsächlich einfach bloß dieser Dateiinhalt und alles, was ich da reinlege. Und mehr gibt es dazu auch eigentlich gar nicht zu sagen, aber ich kann natürlich auch ganze Laufwerke verschlüsseln. Wie das geht, zeige ich euch im nächsten Film. Denkt immer daran, traut niemandem.